bin Maurice Kickel, mache die Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik hier. Ich heiße Enes Turan, das ist mein erstes Lehrjahr als Mechatroniker. Ich bin der Justus Esser und ich mache bei der EVO eine Ausbildung zum Koch. Mein Name ist Natascha Schulz, ich mache jetzt gerade eine Ausbildung auf Teilzeit zur Industriekauffrau. An Mechatroniker auf jeden Fall, dass es was Handwerkliches ist und Technisches ist, weil da braucht man auch Know-how. Sehr abwechslungsreich, sehr viel praktischer Anteil, egal ob Lehrwerkstatt oder halt hier auch im Betrieb. Dass ich im Endeffekt alles machen kann. Nach meiner Ausbildung hätte ich auch, weiß nicht, auch in die Bankbranche gehen können, weil mir dann alle Türen offen gestanden hätten. Industriekauffrau ist ein vielseitiger Beruf, sodass ich auch bei der EVO viele Abteilungen durchlaufe und es wird halt nicht langweilig. Am meisten Spaß macht mir die Zubereitung von Gerichten und vor allem der Umgang mit den Lebensmitteln, weil es steckt ja auch immer etwas dahinter. Man bereitet ja jetzt nicht nur eine Mahlzeit vor, sondern man setzt sich ja ein wenig mit den Gerichten auseinander. Super Arbeitgeber. Die Ausbildung hier macht extrem viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich. Man durchläuft alle Bereiche, die Kollegen sind toll. Es stimmt einfach alles. Was mir dran gefällt, ist die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Die Atmosphäre hier, man fühlt sich direkt wohl. Das ist nicht so ein klinisches Arbeitsleben hier, sondern es ist halt wie eine Familie, finde ich. Also habe ich so den Eindruck. Für einen neuen Auszubildenden ist das hier sehr gut, da man sehr gut aufgenommen wird. Und man wird auch sehr gut unterstützt mit dem EDV-Unterricht, kaufmännischer Unterricht. Und man wird für die Schule gut vorbereitet. Das Arbeitsklima ist super. Das gefällt mir hier sehr gut. Also ich habe auf der Homepage geguckt und da stand, dass sie noch Mechatroniker gesucht haben. Es ist einfach so gekommen. Ich habe eine Ausbildung gesucht, habe das hier gesehen und dann überlegt, möchte ich das nicht. Einfach ausprobiert, einfach beworben, hat direkt geklappt. Ich habe halt Gutes gehört und dann habe ich mein Glück versucht und das hat geklappt. Die Kantine hier hat einen sehr guten Ruf, auch als Ausbildungsplatz. Und ja, so wurde ich darauf aufmerksam, als ich gehört habe, dass hier noch Stellen gesucht werden. Ich hoffe und freue mich dann auch darauf, wenn ich die Möglichkeit kriege, hier länger zu bleiben, mich hier weiterhin einzuleben und einzuarbeiten. Vielleicht, wenn ich Glück habe, wäre ich am liebsten hier nochmal so 40 Jahre so bis Ende. Also wenn alles gut klappen sollte, dann würde ich gerne hier übernommen werden. Also man hat hier gute Übernahmechancen und kann sich dann hier seine Zukunft mit der Firma aufbauen, sodass ich dann nach der Ausbildung hoffentlich übernommen werde. Ich glaube, das, was die Azubis schätzen, ist der persönliche Umgang, das Arbeiten im Team, dass sie eben hier nicht nur eine Personalnummer auf dem Papier sind, dass wir auch immer versuchen, individuelle Lösungen zu finden, wenn die Azubis Probleme haben. Ich glaube auch, dass wir einen sehr attraktiven Tarifvertrag haben, der für die Azubis gültig ist, dass sie zusätzliche Unterstützung kriegen in Form von zusätzlichem Unterricht, EDV-Unterricht, Prüfungsvorbereitung. Wir fahren auch jedes Jahr einige Tage mit den Auszubildenden zu einer Teambuilding-Fahrt, dass wir auch die neuen Azubis jedes Jahr gut integrieren können. Und ich glaube, das ist schon was, was uns besonders macht. Das Ausbildungsjahr 2020 ist am 31.10. Bewerbungsschluss und fürs nächste Jahr suchen wir Köche, wir suchen Mechatroniker, Elektroniker und Industriekaufleute.